Hier, guck mal an hier, guck. Schöne Fürchmütze, die brauchst du. Hier, für Nico. Du, falls es hier in Gang guck mal, ist, ne? Und nicht nur so ein Papierstab. Falls hier, es hier schön in Gang ist, Kunststoff. Ja, das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Du kommst hier seit 6 Jahren. Der hast seit 6 Jahren schon. Ja, eben. Der guck mal, hier, ganz auf dem Markt. Hier, so, Zollstock. Weißt du, was ein Zollstock kostet? Das sind 100 Euro hier. Außerdem will ich dir mal ganz ehrlich was sagen. Du weißt schon, dass wir unsere eigenen Käppis haben. Und der Rico unsere eigenen Käppis trägt und nicht in diesem Bild. Sag nicht noch einmal, du hast nichts von mir gekriegt. Ich habe nichts von dir. Das kriegst du trotzdem. Was soll ich denn mit der Scheiße? Ich will vernünftigen Akkuschrauber haben und nicht ein so 10 Stück. Also so einen brauche ich auch. Ja, die kriegst du sowieso immer. So einen brauche ich auch, die haben wir auch selber. Die brauchen wir auch gar nicht. Ja, aber 4 mal Förch muss ich doch voranbringen. Gott, oh nee, du weißt doch, der arme Wolle. Guck mal, der Tisch, der bricht. Der Tresen, der fällt gleich um. Ich zu, dass du was zu essen holst und geh mir aus der Sonne. Das soll ich nochmal. Ja, erst. Ron, du musst das erst... Oder mein Loch auf ich muss das erst vorfinanzieren. Du weißt das doch. Ron, du. Du weißt das doch, Ron. Ja, aber guckt euch das mal so an. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Wie schön. Perforiert. Ja, kannst du schön die Baustelle eintragen. Kundenname, ja. Und wenn du fertig bist, kannst du es rausreißen sauber. Ja. Ist das ein tolles Buch? Wolle ein Träumchen. Muss ich immer ganz kein Block. Nein. Kein Block. Nein. Das ist ein Buch. Ist das ein Träumchen. Hier, und weißt du, und hier, guckt euch das mal an. Hier, schön in Plastik, weißt du. Kannst du schön oben wegnehmen. Und so. Oh. Es ist ein Träumchen. Also Nico, guck dir das mal an. Ist das nicht ein Träumchen am Buch? Ist das nicht ein Träumchen? Also sowas hast du noch nicht gesehen. Also sowas Feines. Also da kannst du doch glatt mit... Wenn das ein iPad das ist der Dank. Weißt du, das ist der Dank. Und deswegen bringe ich Ron auch nie was mit, weil ich, der Tisch, der bricht und dann muss ich mich auch noch beschimpfen lassen. Die hast du vom anderen Kunden wieder geholt, weil die immer auf den Tisch lagen. Guck mal hier. Alter, da hast du ein Ziel drin geschlafen. Ein iPad sind hier. Junge, guck mal. Wie schnittig das denn? Guck mal, da musst du ein bisschen biegen. So. Ja, mach dich aber auch nicht mehr, Junge. Guck mich an, Ron. Ich guck dich an, das ist ja schon, dass ich an. Hier, setzt du dir auch mal im Auge. Komm her. Hier, warte. Ja, das ist geil. Scheiß Typ. So. Ja, guck dich mal an, im Spiegel. So gut hast du noch nie ausgesehen. Aber eigentlich müssen wir hier auch arbeiten. Ne? Weißt du das wohl? Wir sind auch ein bisschen berufstätig. Und weil du immer kommst, sind die Umsatzzahlen leicht in den Keller gegangen. Das geht nicht. Weil die möchten nicht mehr, dass wir mit so einem Laden wie dir und auch bei denen zusammenarbeiten. Mach mich doch nicht immer so schlecht. Ich mach dich doch gar vor nicht. Vor einem Millionenpublikum machst du mich immer so schlecht. Aber die was soll das die denn? Wahrheit erfahren. Habt ihr bei Fürch keine iPads? Nee, natürlich. Ja, klar, haben wir iPads. Ja, siehst du, aber so was kriegst du nicht. Habe ich gerade schon gesagt. Anstatt so ein scheiß Blog und so ein scheiß Buch, muss ich mein iPad hinlegen. Und dann überleg mal, lass mal eben von deiner Schubse, ne, lass dir mal eben das alles aufstellen, weil wir dieses Jahr schon alles bei dir gekauft haben. Und wenn da nicht mindestens 5 iPads mit drin sitzen, ne, dann weißt du aber auch nicht mehr. Und für Fürch, die davon garantiert 1000 Stück auf den Markt kaufen und für ein iPad nur noch 100 zu bezahlen, ne? Weil die ja so sind, weil sie clevere Leute, die Einkäufer, ne? Die ganz clever sind, ja. Ne? So, dann wird doch wohl überhaupt nicht stimmen sein, wenn für Ronny mein iPad abfällt. Nee, aber das ist ja nicht stimmt, das ist eine Katastrophe. Das ist ja alles eine Frage des Auftragswertes. Alles eine Frage des Auftragswertes. Ich kann gar nicht sagen, der kommt mal von automatisch. Wollte ich nicht mal sagen. Die kommen automatisch, die kommen nicht mit Blöcken und so eine Scheiße rein. Das sowieso, da bebäuben sie, bekommt die ganze Europlatte. Ron, ich hasse den Scheiß. Übrigens, so. AdBlue-Mangel. Es herrscht wieder AdBlue-Mangel, Ron. Soll ich nicht noch einen LKW bestellen? So? Bei mir herrscht kein AdBlue-Mangel. Dich das vor! Bei mir herrscht kein Mangel. Da kannst du mit dankbar sein. Da kannst du mit dankbar sein, dass Ronny, du da. Ich bin dir da so dankbar für. Das ist so. Da so will ich hören. Ich heute für die kein Hälfte Mensch hat mal AdBlue. Aber Ron, der hat es. Ja, Ron, der hat es. Ron, der hat es aber ja auch teuer eingekauft. Aber Ron, wenn ich mal selber nichts mehr habe, kann ich dann zu dir kommen? Nein. Wieso das denn? Wieso? Nein. Nein. Hör mal. Nein. Da werden ja wohl eben so 8, 9 Liter für mich abfallen hier. Meine. Mios. Ne? Na, meins. Ja, aber 8 Liter. Das stell dich nicht so an. 8 Liter? Ja, mehr braucht meiner nicht. Ist nicht so ein Auto, wie du fährst, wo 20 Liter AdBlue rein müssen. 8 Liter? Warte mal, 8 Liter kannst du kriegen, warte mal, umgerechnet mit dem heutigen Kurs, 80 Euro. Das 80 Euro. Du hast heute Nacht aber ganz schlecht. Du hast mir den ganzen 40 Tonner hier hingestellt, du mit AdBlue. Und wenn ich den Leuten das sage, was ich dafür bezahlt habe, ne, dann kriege ich heute für ein Viertel. Was hast du bezahlt? Euros.
Wer dann iPad ich sag jetzt, was ich bezahlt habe, dann können das jeder kurz ausrechnen. Warte mal ab, demnächst macht er ein Riesengeschäft. Da kommen sie alle hier an und wollen AdBlue bei Ron kaufen. AdBlue, hier braucht keiner AdBlue ankaufen hier. Hier, guck mal, Ron, hier, ich habe schöne Sachen für dich hier. Alles schöne Aktionen, alles Geschenke für dich. Hier, leg ich dir schon mal hin. Akkurat, so kannst du dir gleich angucken. So. Ne? Ja, da läuft gleich wieder. Warte, er ist so richtig, er ist gut drauf. Er ist gut drauf. Da läuft, da läuft. Ah. Was kannst du ihm denn heute empfehlen? Empfehlen? Alles. Eigentlich kann ich ihm heute alles empfehlen. Heute ist die Messe in Neumünster angefangen, die Baumesse. Mhm. Ja, und da will Ron ja auch Geld sparen bestimmt. Gehe ich mal von aus. Ron, komm her, renn nicht schon wieder weg. Ilke, du musst mich auch ein bisschen unterstützen. Mach ich doch. Ja. Ein bisschen energisch. Nee, ich hab das eingesteckte Zeug. Ja, das ist hier von Nothing, ne? Von anderen. Das ist immer am besten. Mach ich, ja, das mache ich ja ganz benutzig. Ja? Dann gebe ich Udo in der Hand. Ja, da, ja, das ist auch dem Richtigen gegeben. Weißt du, damit ärgerst du Ronja, ne? Wenn Udo auf einmal mit Fürchen ja, arbeitet. Ja, so. Willst du noch einen zweiten haben? Du. Hier, kann er Stereo arbeiten. Der Mann ist auch Feierabend mit den Laden. Hast du es mitgekriegt? Was? Wolfgang hat mir jetzt mehr Sachen geschenkt, damit ich Udo damit zu animiere, zu arbeiten, damit dich das ärgert, damit Förch und Wolfgang jetzt über Udo groß werden. So versucht das schon. Und ich soll dich animieren, damit du das kaufst. Das Problem ist, das haben schon andere weißt du, versucht. Ne? Das der Bursche da, haben schon der ganz Winkel, andere der versucht. Stechel, ne? Soll ich dir mal eines sagen? Um das mit den Worten eines Herrn Zierden zu sagen. Hast du mal meinen Namen gegoogelt? Namen gegoogelt? Ronny. Da, wo ich bin. Wenn ich Ronny eingebe, und jetzt schon wieder lange zurück, da kommst du gar nicht hin. Wenn ich Ronny eingebe. So, da weißt du wohl. Da will ich mir gar nicht angucken. Ja, da weißt du wohl, da haben wir so, wir haben schon ganz andere Versuche. Dafür musst du ein Kerl vom Format sein. So wie ich. Ja, so. Was darstellen. 130 Kilo wiegen. Ja, richtig. Und der was auf dem Füller haben. So, dann geh doch. Davon abgesehen ist Ronny. Ich staune, was du letztem heute so richtig tolles T-Shirt. Habe ich gespart bei Würz. Gut, am Bein hast du etwas gespart, okay, aber insgesamt muss ich sagen, du hast dir meine Worte zu Herzen genommen das letzte Mal, ne? Ja, habe ich wirklich. Wo ich gesagt habe, Mensch, was ist das für ein Lumpen? Ne? Seitdem siehst du ihn in jedem Video mit dem neuesten T-Shirt, Designer-T-Shirt hier und den Daten. Ne? Darf ich ja nicht sagen, da kriege ich immer Geld für. Dann kriegst du auch was? Was? Ja, klar. Darf du. Gib mir doch auch eins. Dann kriegst du noch mehr Geld. Aber das Problem ist ja, wenn du so ein T-Shirt anhast, ne? Wenn du so ein T-Shirt anhast. Ja, ich, der überall ist. Wir haben ja ein Sprichwort. Du kannst doch Ziegenwrack anziehen, aber eine Ziege bleibt eine Ziege. Ja, das ist so. Ja, das ist was wir schon wieder so eine Beleidigung gegen dich. Unmöglich ist der Kerl, ehrlich, unmöglich. Wolle, was enttäuschend ist, das Ding hier ist leer. Hier, vor allem, wenn enttäuschend ist, guck dir die Scheiße mal an hier. Da zack, da liegt gleich schon wieder auf dem Tisch. Ich habe schon wieder Puls, ich habe schon wieder Zucker zu hoch für den Kerl. Wenn du damit schon durchgebohrt hast, der Schaden, der dann schon da ist, das macht dir hinten auch nichts mehr aus. Das ist dann egal. Du sollst ja nicht mit diesem Bohrer hier komplett durchs Fenster bohren. Manchmal muss man dann aber. Ja, dann nimmt man aber einen anderen Bohrer. Oha, er kennt sich aus. Dann nimmt man wieder einen anderen Bohrer. Das ist ganz erstaunt. Aber für die Leute, für die Handwerker, die haben keine Zeit, um noch einen Bohrer zu tauschen, noch einen Bohrer zu tauschen, eine Scheiße. Dann nimmt man einen Bohrer, der passend ist, der das alles kann, nämlich so ein All-In-Bohrer. Das ist mir richtig geil. Aber es hat nur Würth. Ne? So, und dann kannst du so mit zack, da hast du so gleich schon eine Versenkung mit drin. Kannst du gleich die Schraube so reinschrauben, die gleich versenkt alles. Gleichen Senker, alles mit drin. Spinner, ja, nee, du Senker mit drin, ich weiß nicht, was du für einen Senker hast, aber. Ja, mein Senker, aber ich den auspacke, mein Freund. Würth hat das. Und dann, weißt du, was, das machen wir dann eben. Wir gehen da hinten in die Halle, da habe ich ein Regalsystem hier von Würth, schön in Blau, haben wir angeschraubt. Da stehen 20 Liter Fass Öl drin von B30, 20 Liter Scheibklar Sommer, 20 Liter Scheibklar Winter und die anderen Pakete schon über Europalette da drunter. Schön im Regalzimmer, was du so umklappen kannst, kannst du den Ausguss da drunter halten und kannst das reinfüllen. Von Würth. Von Würth. Du sollst und mir nicht sagen, was du hast. Du sollst mir sagen, was du brauchst. Und das Geile ist sonst sitzen wir ja morgen noch. Und das Geile ist ja, dann brauchen die nicht mal bezahlen. Na, du brauchst ja nie was zu bezahlen. Bei mir brauchst du ja auch nie bei was zu bezahlen. Bei dir muss ich immer bezahlen und zwar hauchend teuer. Ne?
So, und wenn ich diese prüttigen Drecks-Laser-Liner-Pissgeräte sehe, die da war Wilke aber ganz scharf drauf. Und die Feuerwehr hier in Oblengen, die hat sich auch gefreut. Ja, aber nicht hier mit so einem Scheißding hier. Und dann 2 Minuten und dann geht's ihm so gut, ne? Da bestellt er wie ein Wahnsinniger. Warte ab. Aber du hast zärtliche Hände, muss ich sagen. Ja, das habe ich. Ja, das habe ich. Jetzt geht's auch ohne mich, ne? Ja. Sonst freut er sich immer, wenn Wolle immer bezahlt, ne? Ja. Bezahlst du, weißt du, ich wäre dein Jammer. Aber letztes Mal habe ich ein schönes dickes Euro Eis, weil Ron hat ausgegeben. Habe ich mir richtig, richtig fetten Eis. Ja, und was hast du davon gehabt? Schlecht war dir. Ich hab's ja schlecht war dir. Früchten, weißt du, richtig fett und noch einen Haufen Sahne oben drauf. Also da habe ich mir richtig, hab ich richtig reingehauen. Ron hat bezahlt. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass du da auch die dicken Früchte drauf hattest. Ne? Das hole ich mir wieder. Warte mal. So. So. Du kannst ja heute deine Currywurst mit Früchten nehmen. Jo. Ich will keine Currywurst. Ich esse nichts mehr. Ich bin auf Diät. Auf Diät? Ja. Kannst du mir ein Eis holen? Also ja. Darf ich deine Currywurst mitessen? Ja. Schön. Kannst du mir holen? Eis. Wir haben Herz. Wir haben nur E-Mails in Banken. Hallo und geht's dir noch gut? Muss noch mal zum Arzt. Wie sieht's aus? Hm? Hier, da ist so. AdBlue. Da wollen die Leute schon das AdBlue kaufen von mir. Nee, da brauche ich schon selber. Dann lass mal. Hier. In ihren Videos bei Instagram und YouTube habe ich gesehen und gehört, dass ihr Vertreter AdBlue und... Ich habe alle Artikel hier. Weißt du, jetzt bitte, ich sage es dir doch mit Zucker und Sahne und Küsschen obendrauf. Wolle, du siehst, ich habe doch noch alles. Ich bestelle doch immer im Überfluss bei dir, obwohl ich es nicht brauche. Ich meine das wegen dir, das weißt du. Das meine ich jetzt wirklich ernst, auch nicht aus Spaß oder Scherzkeit. Das meine ich hier nur wirklich ernst. Aber ich habe doch, du siehst doch selber. Ja. Was soll ich denn noch alles bestellen? Nein, Ron, ich habe auch wirklich Mitleid heute mit dir.